Wenn ich dann das zweite Examen habe und bei euch tätig bin, wie sehen die Arbeitszeiten aus? Hand aufs Herz. Also, dass ein Anwaltsberuf kein 9-to-5-Job ist, das wissen, glaube ich, auch alle, die hier eine Frage gestellt haben. Mhm. Ich glaube, Litigation Arbitration ist gut planbar. Wir haben Fristenkalender, wir verhandeln mit den Schiedsgerichten die Timetables aus. Das heißt, wir können den Arbeitsfluss einigermaßen steuern. Mhm. Das heißt nicht, dass man auch mal länger arbeiten muss. Und man muss auch dazu bereit sein, mal ein bisschen Power zu geben. Aber man kann dann auch wieder ausgleichen. Ja. Und diese Arbeit wird wahrscheinlich, wenn ich richtig liege, auch im Homeoffice stattfinden. Ja. Ist das ein dauerhafter Teil der anwaltlichen Arbeit aus deiner Sicht? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist also sowohl, wenn ich mir die Bewerber angucke, die sich jetzt so bei uns bewerben, als auch wenn ich mich selbst beobachte, dann ist das jetzt schon was fest zum Bestandteil des anwaltlichen Arbeitens dazugehört. Ja. Wie geht's dir da mit deinem Team? Und man könnte ja sagen, leidet das Teamwork darunter? Oder wie kompensiert ihr das, dass ihr euch vielleicht nicht mehr so viel seht wie noch früher? Also als Führungskraft muss ich sehr darauf achten, dass ich das, was sonst im Büro zufällig entsteht, nämlich so dieses über den Gang laufen, dieses sich über den Weg laufen, dieses jemanden mal eben dazu holen, dass ich das, wenn ich remote arbeite, dann auch irgendwie herstelle. Durch einen entsprechenden Zoom-Call, durch Daily Calls und Ähnliches. Jetzt ist es ja so, dass wir nicht immer remote arbeiten. Und dann kann man das einigermaßen ausgleichen. Christoph fragt, der hat offensichtlich deinen CV gelesen, wo du geschrieben hast, dass du kürzlich wieder angefangen hast, ich glaube sogar mit einem Personal Trainer, dich ein bisschen fitter zu machen. Wie bleibt zwischen all der Arbeit denn Zeit für Sport und Fitness? Du musst dir Prioritäten setzen, musst dir die Räume schaffen und du musst natürlich in einer Umgebung sein, wo das auch akzeptiert wird. Und das ist bei uns absolut der Fall. Und das ist, glaube ich, auch bei vielen, wenn nicht allen Kanzleien in Deutschland so. Da hat niemand ein Interesse daran, dass du dich in den körperlichen Ruin arbeitest, wenn du auch was dagegen tun kannst. Ja, oder dafür tun kannst. Ja, ja, in dem Fall. Aber Hand aufs Herz, wie oft kommt es vor, dass du mal richtig lange im Büro bist? Echt selten. Ich versuche, meinen Sohn ins Bett zu bringen und ich weiß, dass das die meisten anderen auch tun abends. Ja. Also es ist bei uns auf den Fluren abends echt leer. Ja. Die nächste Frage kommt von Konstantin. Konstantin sagt, er sei Vater und beende bald das Referendariat. Daher kann er keine 60 bis 70 Stunden arbeiten, findet aber die Anwaltstätigkeit ziemlich spannend. Kann er trotzdem in der Großkanzlei anfangen? Was sagst du dazu? Das kommt erstens auf die Großkanzlei an, aber ja, kann er. Jedenfalls bei uns kann er, weil er deutlich geringere Stundenanforderungen hat. Das sind 1600 abrechenbare Stunden im Jahr, wenn man das hochrechnet oder runterrechnet, stellt man fest, dass man doch deutlich weniger arbeitet als diese 60 oder 70 Stunden. Ich habe auch einen kleinen Sohn und ich möchte auch keine 60, 70 Stunden arbeiten. Bei mir kommt allenfalls durch das Management noch was obendrauf, aber nicht durch die Arbeit, die ich auch so schaffe. Ja. Und das gilt für alle Mitarbeiter bei mir auf dem Flur und im ganzen Haus. Welche Möglichkeit zur Arbeit in Teilzeit bietet Baker an? Baker bietet grundsätzlich die Möglichkeit an, in Teilzeit zu arbeiten, und zwar geschlechterunabhängig. Das ist vielleicht auch eine wichtige Nachricht an den männlichen Nachwuchs sozusagen. Dabei gibt es dann keine institutionalisierten Modelle. Also Baker sagt nicht, wir bieten an, dass ihr entweder in 50% oder in 80% und an 5 Tagen oder an 3 Tagen in der Woche arbeitet. Mhm. Es ist so, und so kenne ich das auch und so habe ich das auch für mich selber entwickelt, dass man, wenn das Bedürfnis entsteht, in Teilzeit zu arbeiten, also bei mir ist es dadurch gekommen, weil ich 2 kleine Kinder habe, dann muss man sich überlegen, wie schaffe ich eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Mhm. Teilzeit ja, nein. Und dann kann man sich ja je nach seiner Praxis, je nach Mandanten überlegen, was für ein Modell für einen passt. Und dann bespricht man das natürlich im Team. Klar. Und so kommt man dann zueinander. Max fragt: Was müsste passieren, damit es auch akzeptiert wird, wenn man als Mann größere Teile der Kinderbetreuung übernimmt und daher eventuell auch in Teilzeit tätig sein möchte? 2 Sachen, also Vorbilder bei den Männern, die fehlen noch etwas, und auch Akzeptanz, dass insgesamt dass auch bei Männern das Modell tatsächlich gewünscht und üblicher wird. Also man sieht es ja in anderen Ländern, dass auch tatsächlich Männer
nach der Geburt eines Kindes länger zu Hause bleiben, was es mittlerweile in Deutschland auch gibt. Also es gibt ja öfters viele Männer, die einige Monate der Elternzeit übernehmen. Mhm. Was noch so ein bisschen, oder wo noch ein bisschen Aufholbedarf, finde ich, in Deutschland besteht, ist, wie geht es denn nach dieser ein Jahr oder eineinhalb Jahre Elternzeit weiter? Und da fehlt bei den Männern noch so ein bisschen die, sage ich mal, dieser Aspekt, sich auch mehr um die Kinderbetreuung zu kümmern. Mhm. Deborah stellt eine Frage, die auch so ein bisschen damit zu tun hat, wie man das Privatleben und die anwaltliche Tätigkeit vereinbaren kann. Sie würde gerne wissen, gibt es im Fall eines Umzugs die Möglichkeit, das Büro zu wechseln? Also wenn ich beispielsweise von Frankfurt nach München ziehe. Die gibt es bei Baker tatsächlich grundsätzlich. Baker bietet ja für so eine Konstellation tatsächlich den Vorteil, dass Baker sowohl innerhalb Deutschlands als auch regional als auch international wirklich an sehr vielen Standorten vertreten ist. Mhm. Und die Möglichkeit gibt es grundsätzlich nach Absprache. Okay. Erlaubt mir die folgende schlechte Analogie. Nicht ganz so viel PS wie dieser Oldtimer hat ein Pferd. Du hast nämlich ein kleines Pferd, stimmt's? Oder du bereitest ein kleines Pferd? Genau, also rechtstechnisch müsste man, glaube ich, sagen, dass ich ein Viertel eines Pferdes habe. Meine Schwiegermutter ins B, also verlobt, hat mir einen Teil ihres Pferdes geschenkt und gibt mir Reitstunden. Und ich muss sagen, es ist eigentlich das perfekte Hobby, finde ich auch für den Anwaltsberuf. Ja, denn das Interessante am Reiten ist ja, du machst es nicht alleine, sondern du machst es eben mit deinem Pferd. Mhm. Das heißt, du musst auf Augenhöhe miteinander umgehen. Es ist ein absoluter Teamsport. Es geht nur zusammen. Ja, wenn das Pferd nicht will, wird es nicht passieren. Ja. Und wenn ich was falsch mache, wird sich das Pferd nicht bewegen. Ja. Das heißt, es hat eigentlich ganz, ganz viele Parallelen zum Anwaltsberuf. Ja, es ist auch, erfordert relativ viel Konzentration über einen etwas längeren Zeitraum und macht am Ende des Tages einfach super viel Spaß. Aber du bist nicht derjenige, der auf so einem hohen Ross sitzt, auch in der Bildsprache, sondern du hast tatsächlich ein kleineres Pferd. Ja, genau. Ja. Es ist ein Island-Pferd oder ein Island-Pony. Island-Pony, ja. Genau. Okay. Und ich mache jetzt auch nicht so klassisch Ausreiten durch den Wald, sondern ich mache tatsächlich etwas, das nennt sich akademisches Reiten. Da gymnastiziert man das Pferd, versucht verschiedene Muskelgruppen zu aktivieren. Cool. Zu bewegen und erfordert sehr viel Demut, denn es ist sehr kompliziert und ganz oft macht das Pferd nicht das, was ich möchte. Ja, okay, verstehe. Wann findest du die Zeit dazu? Ich habe natürlich das Glück, ne, dass ich nicht der Hauptpfleger des Pferdes bin. Ich reite meistens sonntags morgens. Okay, da hast du deinen Slot einfach. Genau, ja. Genau, habe ich meinen Slot, versuche ich so um 9 Uhr im Stall zu sein und dann bin ich meistens so 2-3 Stunden da und dann fahre ich wieder nach Hause. Klingt entspannt. Ja. Vielen Dank fürs Einschalten und in der nächsten Episode erfährst du, warum Kanzleien potenziell Geld verlieren, wenn sie nicht in diversen Teams arbeiten. Bis dann.